Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Triembacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Wieder mit einer eventuell für euch wichtigen Antwort auf viele Fragen, die ich bekomme. Und zwar die Frage, macht es Sinn, zu Hause zu trainieren? Beziehungsweise, kann ich überhaupt Fortschritte erzielen, wenn ich zu Hause trainiere? Ganz klare Antwort. Es ist völlig egal, wo man trainiert. Das Wichtige ist, dass man trainiert, dass man in einer gewissen Regelmäßigkeit trainiert und dass natürlich, wie immer, das kennt ihr von mir, gewisse Trainingstechniken ohne Umkehrschwung, Muscle-Brain-Connection, nicht bis zum Muskelversagen zu trainieren, übers gesamte ROM. Diese Techniken müssen zu allen Trainingsmethoden, zu allen Trainingsarten passen, selbst wenn sie zu Hause sind, selbst wenn sie auf dem Trimm-Dich-Pfad sein sollten, mit Liegestützen, mit Klimmzüge, was auch immer, mit Ausfallschritt, mit Körperlast, Kniebeugen. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Klar, zu Hause ist es von Vorteil, wenn man ein gewisses Equipment zur Hand hat. Und ein Equipment, da reicht schon eine Flachbank, die man flach und schräg stellen kann, eine Langhantelablage, die ich in der Höhe verstellen kann, eine Langhantel und ausreichend Gewicht. Da habe ich schon eine Ausstattung, die ist völlig ausreichend. Und so kann ich auch schon zu Hause in meinen vier Wänden, wenn ich den Platz dafür habe, ein ausreichendes Training absolvieren. Klar, es gibt natürlich auch Menschen, die haben nicht den Platz und die haben natürlich auch nicht oder haben auch kein Equipment, kein Großequipment. Klar gibt es hier die Möglichkeit natürlich mit körpereigener Last wie Liegestütze, wie Rumpfstütze, wie Crunches für den Bauch. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Dinge, die man mit Körperlast machen kann. Nur da ist natürlich der limitierende Faktor, dass irgendwann die Körperlast nicht mehr ausreichend ist, um entsprechend hohe Trainingsreize zu setzen, damit der Organismus natürlich überhaupt noch einen Sinn sieht, sich, was das Muskelvolumen anbetrifft, zu verändern. Ganz klar, es müssen immer wieder größere Reize gesendet werden, das heißt größere Lastreize, höhere Belastungsgewichte, dann wird der Körper versuchen, sich entsprechend aus Schutzgründen anzupassen. Wenn ich mit körpereigener Last arbeite, dann ist natürlich irgendwann mal so, dass natürlich die Körperlast zu Ende ist, außer ich nehme vielleicht mal 20 Kilo zu, was natürlich in Form von passiver Masse nicht besonders schön ist. Aber wie gesagt, da ist einfach der limitierende Faktor der Körperlast. Dann kann ich natürlich extrem viele Wiederholungen machen. Dann wird das Training aber irgendwann mal sehr ausdauerlastig und da wird wohl das Muskelvolumen nicht mehr groß zunehmen. Deswegen klar macht es Sinn, zu Hause zu trainieren. Ihr habt auch einen gewissen Erfolg. Aber irgendwann solltet ihr euch mal Basic Equipment zulegen und da ist natürlich die Flachbank, Schrägbank, Langhantel, Kurzhantel ganz einfache Dinge, sind von Vorteil. Deswegen ganz klar, auch Training zu Hause kann zu einem Erfolg führen, unter Voraussetzung, dass die Reize immer wieder verändert werden. Das war's schon. Andreas Triembacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Deine Home Fitness, meine Aufgabe.